Manche Tiere wurden geboren, um frei zu sein, buchstäblich. Heute stellen wir dir 10 Tiere vor, die du nie in einem Zoo sehen wirst. Wir haben eine riesige Auswahl an Vögeln, einhörnigen Säugetieren, Tiefseekreaturen, geborenen Killern und viele mehr. Also schnappt euch Popcorn, denn heute wird es ein wenig lustig. Amazing! Woohoo! Narwal. Dieses Tier nennt man das Einhorn des Meeres, weil es sehr ähnlich aussieht. Es hat einen aus dem Kopf ragenden Stoßzahn. Dieser ist eigentlich ein vergrößerter Zahn, der bis zu 3 Meter lang wird. Es können auch 2 sein. Er hat bis zu 10 Millionen Nervenenden und ist ein sensorisches Werkzeug. Hier wurde zum ersten Mal festgehalten, dass Narwale ihn auch zur Nahrungsaufnahme verwenden. Die Meerestiere leben ganzjährig in der Arktis und verbringen bis zu 5 Monate unter dickem Eis. Männchen können bis zu 1500 Meter tief tauchen, also fast so tief wie ein kleiner Berg hoch ist. Sie reiben ihre Stoßzähne zur Verständigung, zum Beispiel über bestimmte Wassergegebenheiten. Fantastisch, nicht? Sie haben noch nie in einem Zoo überlebt. Als nächstes kommt ein Waldtier, das gegen das Zooleben ist. Berggorillas. Berggorillas leben in den Bergwäldern, was an sich kein schlechter Lebensraum ist. Ich würde auch lieber dort leben, aber ich bleibe in der Stadt, damit ich diese Videos für dich machen kann. Sonst langweilt ihr euch und das wäre doch tragisch. Es gibt weltweit nur noch etwa 1000 Berggorillas und deshalb stehen sie auf der Liste der gefährdeten Tiere. Sie haben ein dickeres und längeres Fell als andere Gorillas zur Anpassung an die Kälte. In den 70er und 80er Jahren wurden unter großer Anstrengung lebende Berggorilla-Babys gefangen, doch keines von ihnen hat überlebt. Derzeit findet man auch in keinem Zoo der Welt einen einzigen dieser Art. Ihre Population hat sich in den letzten Jahren jedoch aufgrund von Schutzmaßnahmen wieder erhöht. Das nächste Lebewesen ist vielleicht das Überraschendste. Du wirst gleich sehen, warum. Rauchschwalben. Man könnte meinen, die zahlreichen Rauchschwalben im Zoo zu finden, aber sie in Gefangenschaft zu halten ist schwierig, da sie meistens in der Luft sind und das geht im Zoo nicht. Außerdem fangen sie ihre Nahrung in der Luft. Das ist in einem Käfig kaum möglich. Wie die anderen Tiere in diesem Video sind auch Rauchschwalben nicht bedroht oder gefährdet, sondern die weltweit am weitesten verbreitete Schwalbenart. Sie gelten im Frühjahr als Schädlinge, weil sie Schäden in Gärten und an Gebäuden verursachen. Rauchschwalben bauen innerhalb von 24 Stunden ein Nest und es wird schwierig, wenn sie das in Häusern oder in Klimaanlagen tun. Als nächstes kommt ein Tier, das vielleicht das niedlichste auf der Liste ist. Rosa Feengürteltier. Das rosafarbene Feengürteltier ist ein sehr schwer zu fangendes, mit kleinen Augen, seidigem gelblich-weißem Fell und rosafarbenem Panzer, der ihm seinen Namen gibt. Es ist die kleinste Gürteltierart der Welt. Es ist zwar selten, aber nicht bedroht oder gefährdet aufgrund zu geringer Datenmengen. Es ist sehr stressanfällig und deshalb nichts für die Gefangenschaft. Insgesamt gibt es nur 3 Fälle, in denen es jemals überlebt hat. 1970, 1985 und 2009. Und zwar 30 Monate, 22 Monate bzw. 8 Monate. Normalerweise überlebt es nicht länger als ein paar Stunden oder 8 Tage. Zurzeit gibt es nirgendwo auf der Welt eines dieser Tiere im Zoo. Das rosa Feengürteltier ist auch deshalb einzigartig, weil es nur in Zentralargentinien vorkommt. Das nächste Tier wurde erst 1961 während der Expedition von David Attenborough gefilmt. Indri. Indri ist ein Lemur aus den Wäldern von Madagaskar. Er ist einer der größten weltweit. Indri gilt für die Madagassen als heilig und es gibt viele Geschichten über seine Herkunft. Er ist Vegetarier und lebt in langfristigen, monogamen Beziehungen und findet nur nach dem Tod des Partners einen neuen. Die Gesellschaft, in der Indri lebt, wird von Weibchen dominiert. Die lustigste Tatsache über Indris ist, dass viele ihrer Art ihren gewählten Defäkationsbereich aufsuchen und gemeinsam urinieren und sich entleeren. Stelle das mal bei uns Menschen vor. Erstaunlich,
ist auch die Sonnenanbetung der Lemuren. Jeden Morgen sitzen sie mit nach außen gerichteten Handflächen oder auf den Knien und schauen mit halb geschlossenen Augen in die Sonne. Indres überleben nie in Gefangenschaft, außer in einem bekannten Fall, in dem es mehr als ein Jahr ging. Erstaunlich, nicht? Riesenkalmar. Der Riesenkalmar ist in der Natur schwer einzufangen und sieht aus wie ein außerirdisches Seeungeheuer mit Tentakeln. Er kann bis zu 250 Kilo wiegen und das ist einer der Gründe gegen eine Aquariumhaltung. Der Riesenkalmar ist das zweitgrößte Weichtier und er ist draußen so selten anzutreffen, dass ein Meeresbiologe ein Foto von ihm als das am schwersten zu machende Bild der Naturgeschichte bezeichnete. Bislang wurde er nur zwei- oder dreimal fotografiert und gefilmt und auch nur unter großen Anstrengungen. So schwer es ist, diese Kreatur zu finden, umso leichter wurde dieser Pechvogel oder Glückspilz von einem Riesenkalmar auf seinem Surfbrett angegriffen. Denn er ist ein Jäger und benutzt seine Tentakel, um die Beute zu seinem Schnabel zu schieben, wo er sie zerfetzt und verschluckt. Java-Nashorn. Das Java-Nashorn war einst fast überall in Südostasien zu finden, beispielsweise in Indien und den Sundarbans. Heute leben nur noch 60 davon in einem Nationalpark auf Java in Indonesien. Wenn wir diese verlieren, würden sie aussterben. Es ist möglicherweise das seltenste große Säugetier der Welt. Es gibt nur eine bekannte Population in freier Wildbahn und nur sehr wenige in Zoos. Das letzte starb 1907 im Zoo von Adelaide in Australien, wo es als großes, einhörniges Nashorn galt, das sich eigentlich vom Java-Nashorn unterscheidet. Dieses kann bis zu 2300 Kilo wiegen. Sie haben in Gefangenschaft nie lange überlebt. Nur etwa 22 lebten jemals in einem Zoo und nur eines lebte bis zu 20 Jahre in Gefangenschaft. In freier Wildbahn werden sie bis zu 40 Jahre alt. Kakapo. Was du hier siehst, ist der Kakapo, ein weltweit einzigartiger Vogel. Er ist so seltsam, dass er in einem eigenen Stamm, dem Strigopini, gehalten wurde. Er sieht aus wie eine Kreuzung von Eule und Papagei und wird deshalb auch Papageieneule genannt. Dabei ist der Kakapo eigentlich ein Papagei und der schwerste der Welt. Als er an einem Ort ohne Raubtiere lebte, verlor er seine Flugfähigkeit. Er ist in Neuseeland heimisch. Als jedoch Hunde, Katzen und andere Tiere von den Europäern eingeführt wurden, schrumpfte die Population. Heute gibt es nur noch 200 Kakapos in freier Wildbahn. Die Wildpopulation lebt auf zwei raubtierfreien Inseln. Zurzeit ist keines dieser Tiere in Gefangenschaft und auch in keinem Zoo. Diese Kreatur geht nachts jagen und lebt sogar sehr lange, bis zu 100 Jahren. Unglaublich, ich verliere fast den Verstand. Walier-Steinböcke. Der Walier-Steinbock ist vom Aussterben bedroht und kommt in den nördlichen Bergen Äthiopiens vor. Es gibt nur noch 500 seiner Art. Seine Population ist durch illegale Wilderei und das Eindringen in ihren Lebensraum stark zurückgegangen. Es sind spektakuläre Tiere, die bis zu 125 Kilo wiegen. Sie haben große, nach hinten gebogene Hörner, die bei Dominanzstreitigkeiten eingesetzt werden. Die Weibchen haben ebenfalls Hörner, aber kürzer und dünner. Sie wiegen weniger und sind viel heller gefärbt. Die Männchen sind kastanienbraun, die Weibchen fast weiß. Walier-Steinböcke leben in Herden von 5 bis 20 Tieren. Sie bewohnen hohe Bergklippen und felsige Gebiete in einer Höhe von 2500 bis 4500 Metern. Du wirst nie einen im Zoo sehen, aber die IUCN empfiehlt, mit der Haltung zu beginnen, um ihre Population zu sichern. Zurzeit macht man das noch nicht. Weißer Hai. Nun kommt eines der größten Raubtiere, der weiße Hai. Er ist einer der am längsten lebenden Knorpelfische. In einem Zoo hat er nie lange überlebt. 2016 bekam das japanische Okinawa Churaumi Aquarium einen 3,5 Meter langen weißen Hai von der Küste. Lange war er weltweit der einzige seiner Art in Gefangenschaft.
Aber irgendwann aß er nichts mehr und schlug seine Nase gegen die Glaswände. Der Grund dafür könnte sein, dass weiße Haie Elektrorezeptoren benutzen. Sie nehmen ständig schwache elektrische Ströme im Wasser wahr, um zu navigieren. Da Glaswände fast keine elektrische Ladung abgeben, könnte dies das Schlagen erklären. Die Tiere wurden häufig dabei beobachtet, wie sie den gesamten Atlantik bis zur anderen Seite der Welt überquerten. Das lässt sich in einem Aquarium schwer bewerkstelligen. Ich glaube, der weiße Hai muss einfach frei sein. Du wirst diese Tiere nie im Zoo sehen. Aber hey, du hast sie hier gesehen. Kommentiere unten, welches davon am faszinierendsten war und warum. Bis zum nächsten Mal.